Willkommen zurück, Investors, und willkommen zurück in den Flusslanden und den Kronlanden gleich bei Haus Fahlmond und dem bald anerkannten Erben des Hauses Fahlmond, Moranstein und seiner Begleitung Melina noch frei. Noch ist sie frei, aber bald ist sie nicht mehr frei. Nein. Ja, kurze Zusammenfassung, was ist das letzte Mal passiert? Ihr seid bei Haus Rauger angekommen und hattet die Idee für einen Brief mit einem Gesuch an den König, ihn als Erben anzuerkennen. Das Dokument steht ja auch. Und Moran bezieht in diesem Fall sogar Melina in die Pläne explizit mit ein. Also sie kriegt einen sehr großen Vertrauensvorschuss, habe ich da das Gefühl, von Morans Seite aus. Ja. Damit schreibt was Schönes, oder? Dein Vater akzeptiert so ziemlich sein Schicksal und unterzeichnet dann auch diesen Brief und versiegelt ihn. Und ist der Meinung, ihn schon länger geschrieben zu haben? Ja, genau. Also er ist ja sowieso ein bisschen Grütze, was das angeht. Kommt beim Haus Rauger. Ich erinnere mich noch an diese wunderbare Szene, wo er einfach so lächelnd neben dir steht, während er sich mit Lord Rauger unterhält. So, ja, ja, das passt schon alles. Schön hier. Ja, wir kommen beim Haus Rauger an. Moran spricht mit dem Hafenvorsteher, erkundigt sich nach gewissen Abneigungen und Abgängen und Sachen, die verschwunden sind. Melina spricht mit ihrem Vater. Und Moran kommt mit seinem Vater schlussendlich dazu und man hat eine kleine, recht faszinierende Unterhaltung zwischen dir und Melinas Vater. Es ging so ein bisschen in die Ernsthaftigkeit, eine leichte Wut kommt auf, aber man sieht halt auch so, es ist nicht zwingend eure Schuld. Zumindest glaubt man dir das. Ja. Ja, und dann reist ihr weiter nach King's Landing und Melina kann dich weiter oder soll dich weiter begleiten, denn der Plan einer zukünftigen Liierung bleibt bestehen, wenn du angehender Lord bist. Ja, wir müssen allerdings noch zwei, drei Sachen machen, bis wir bis in King's Landing sind. Zum einen müssen wir nochmal auf der Pfahlstein vorbei, um den Kontorleiter aus dem Norden einmal kurz zu sprechen. Genau. Da ist das Wichtigste, dass wir einen gescheiten Steckbrief bekommen von den Personen, die es gemacht haben. Den Steckbrief, du meinst die Personen, die da mitgenommen wurden. Genau, dass ich da gescheite Zeichnungen habe von denen, damit wir die eindeutig identifizieren können. Und dann wird er für seinen Verrat am Hause entsprechend bestraft werden. Ganz wichtig, in dieser Reihenfolge, nicht umgekehrt. Ja. Tote reden nicht, ich weiß. Schon ausprobiert. Okay. Erst kümmern, dann brandschatzen. Nicht umgekehrt. Gut. Ihr steigt also zurück auf das Schiff und fahrt dann die Bay of Crabs wieder hinauf, um beim Haus Fahlmond anzuhalten, das dort soweit zu klären, nachdem der Mann endlich eingetroffen ist und dann weiterzureisen nach King's Landing. Zumindest ist das der Plan. Genau, und wenn wir dann das gemacht haben, werden diese Steckbriefe vervielfältigt. Wir haben ja im Moment die Schreiberin, die dort das Haus verwaltet, die kann das auch machen. Es sollen Briefe an die Banken rausgehen. Steckbrieflich gesucht für den Verrat am Hause Fahlmond und Rauger in dieser Reihenfolge. Auch die gestohlenen Güter sollen benannt werden. Und es soll ganz klar formuliert werden, wer wissentlich die gestohlene Ware von mir und den Händlern im Reich Rauger kauft und verkauft, wird die Konsequenzen tragen. Ich werde das nicht weiter definieren.
Dann kann man gucken, wie greedy ein Händler ist oder auch nicht. Das soll jedem selbst überlassen sein. Aber mein Name dürfte etwas Gewicht haben und ja, wichtig ist, dass die Banken und die großen Hafenkontormeister Bescheid wissen, sowohl von uns als auch von anderen größeren Häusern, dass da die Informationen so schnell wie möglich weitergehen. Und mit dem als auch drüben, würde ich sagen, also auch in Esos drüben. Was? Auch in Esos drüben, also wir schicken es auch über den Teich. Ja, ja, ich rede nur vom über den Teich. Die sind geflohen, die sind garantiert auf dem Weg nach Esos. Es geht mir um Essos. Ja, aber wenn wir hier ein paar verteilen, wird es, glaube ich, auch nicht schaden. Also einfach alle in Kenntnis setzen. Ja. Auch, dass das dein Siegelring, also besser gesagt, der Siegelring deiner Großmutter? Ja. Genau. Mhm. Dass der gestohlen wurde. Und ja. Eigentlich das. Also von mir aus müssen wir das nicht großartig ausspielen. Ich glaube, da wird es spannender in King's Landing, dass wir die Sachen fertig kriegen. Mhm. Ihr reist zurück zum Fallstein. Ein besagter Kontorvorsteher aus dem Norden wurde bereits geholt. Wartet dort auch schon seit geraumen Stunden. Ist am selben Tag relativ früh morgens angekommen. Und beschreibt dir auch die hiesigen Personen, die das gemacht haben. Darunter ein Mann, der wüst und wild wirkt, wie eine Art Verrückter fast schon, mit krausem Haar und ungepflegtem Bart. Ein Mann mit einer furchtbaren, entstellten Gesichtshälfte, die scheinbar wie geschmolzenes Wachs oder verbranntes Fleisch wirkte. Und ein weiterer, der recht hübsch war und sehr jung, also unter 20 Jahre höchstwahrscheinlich sogar noch, mit goldblondem Haar und einem sehr, sehr gepflegten Äußeren. Er beschreibt sie alle sehr, sehr genau, nicht ahnend, was schlussendlich auf ihn zukommen wird mit dem Anschuldigung des Verrats. Fühlt sich im ersten Moment zwar unwohl in deiner Gegenwart, aber er denkt, dass er damit sein eigenes Leben retten wird. Nachdem er das alles zu Papier gebracht hat, die Sachen soweit dokumentiert wurden und auch vielleicht schon erste Grobzeichnungen angefertigt werden. Du hast ja nicht ganz untalentierte Besatzungsmitglieder und Mitarbeiter bei deinem Haus. Ja, für die Zeichnungen sollen sie sich Zeit nehmen, die sollen ordentlich sein. Das soll da kein, naja gut, das könnte ein Mensch sein oder es ist ein Affe. Also, sondern, ja. Das wird alles gemacht. Was ist das schlussendlich für eine Strafe, die du mit ihm hast? Habt ihr so feuchte Zellen, die so ganz knapp über Meeresspiegel sind, wo man die Leute schön... Nein, kostet zu viel Unterhalt. Es gibt die Nasszellen auf Flusswacht. Bah. Widerlich. Nein. Ja. Ich würde... tut mir leid. Von AB bei ihm dann ein Dolch in den Rücken rammen lassen, während Melina und ich ihm gegenüber sitzen. Ich will, dass sie das sieht. Der Mann wird vor euren Augen dann von eurer Wache oder deiner Wache niedergestochen. Noch ein kurzes, unterdrücktes Aufschreien, nachdem er ihm auch die Hand noch auf den Mund hält, damit nicht jeder im Schloss hört, was da gerade passiert. Und er zwei gezielte Stiche in den Rücken setzt. Nina, wie gehst du damit um, was du da gerade siehst? Neugierig beobachten, wahrscheinlich gar nicht so genau realisieren, was da passiert und dann versuchen, mir nichts anmerken zu lassen. Keine Schwäche zeigen. Mach mal einen Wurf auf Wille und Hingabe oder Wille und Mut, je nachdem, was du da hast. Hm.
keine 10. Bleibst, man könnte fast sagen, eiskalt. Trotzdem verzieht sich wahrscheinlich kurz der Mundwinkel einmal, die Augen werden einmal kurz etwas größer, nachdem das passiert, aber keine größeren emotionalen Reaktionen. Das merkst du natürlich auch, Moran. Keine größeren emotionalen Reaktionen von ihr. Mhm. Muss ich auch gucken, was es mit mir macht? Nein, bei dir ist das obsolet. Yes, yes. Der Ruf ist so gut, dass er nicht merkt, dass es zu viel ist für mich ärgert. Stress. Boah, ja, das kommt öfters vor, da muss man sich gewöhnen. Ja, nein. Ich drehe mich zu ihr. Ich bin nur in Maßen ein grausamer Mensch, aber die Welt ist wie die See. Grausam und unnachgiebig. Und egal, wie schön ein Delfin aussehen mag, wenn ein Orca ihn fressen will, dann ist es ein blutiges Gemetzel. Und das ist auch etwas, was vor uns sein kann. Und es kann sein, dass wir ein paar Händlern, die meinen, unsere gestohlene Ware doch kaufen und verkaufen zu müssen, eine Lektion erteilen müssen. Sie auf offener See kapern. Und naja. Mit eurer Einschätzung der Welt habt ihr wohl recht und es muss getan werden, was getan werden muss. Wow. Eine eiskalte Frau. Sie versucht es. Sie bemüht sich wirklich. Ja. Gut. Dann würden wir halt darauf achten, dass so viele Steckbriefe angefertigt werden, wie es geht, dass da einiges entsteht. Und ich würde meine kleine Schwester, dann ist die schon wieder bei uns oder ist sie noch bei den Valerions? Sie ist noch bei den Valerions. Oh, wunderbar, dann darf sie da weiter Prinzessin spielen. Ja. Prinzessin auf dem Stein. Ja. Oh Gott, ja. Klingt wie ein Game of Thrones Märchen. Die Prinzessin auf dem Stein. Genau. Ist nicht gut geendet für die Prinzessin. Das klingt irgendwie wie so ein Schafott. Wow. Okay. Ja. Dann sorgen wir halt dafür, dass die großen Banken in Essos angeschrieben werden, als auch die Hafenmeister. Und ein Kopfgeld, das zu ergreifen, aufgesetzt wird, ja. Was geben die Hausfinanzen her? Wäre es mit was hatte ich denn beim letzten Mal eingenommen? Beim letzten Mal waren es über 1000 Golddrachen, die ich da erwirtschaftet habe. Mhm. Ich würde, was ist denn das? Also Haus Rauger wird wahrscheinlich auch eine gewisse Summe hinzugeben, wenn ich mit meinem Vater spreche. Ja, wahrscheinlich. Ja, was hältst du von 20 Golddrachen? Oder sollen wir es auf 50 erhöhen, damit Druck ist? 50 ist, glaube ich, eine angemessene Summe. Wie viel? 50 ist eine angemessene Summe. Gut, 50 Golddrachen. Lebendig. Für alle zusammen. Wenn man einzelne bringt, kann man ja nochmal verhandeln. Und auch eine kleine Belohnung natürlich für Hinweise, die zur Ergreifung führen. Absolut. Die sollen in keiner Taverne mehr schlafen können, ohne die Tür zu verbarrikadieren, weil sie nicht sicher sind, ob sie doch nicht verraten wurden. Ich habe ja zwei Schiffe. Mit einem bin ich gerade unterwegs, mit der Portwall, mit den anderen beiden. Eins hatte ich ja geschickt Richtung
ganz ans Ende der Welt. Wie weit ist das schon irgendwo in der Nähe? Gab es da Rückmeldungen? Da hatten wir ja rausgeforscht über den Händler, der uns diese Datteln verkauft hat. Der hat ja behauptet, er hätte sie woanders her. Gab es da schon mehr Informationen bisher? Man hat den Händler getroffen und festgestellt, dass dieser scheinbar schon durch einen anderen wütenden Kunden hingerichtet bzw. gelüncht wurde. Diese Spur ist tot. Gut, dann würde ich dem Schiff meiner, dem Frauenschiff, kann ich den Nachrichten zukommen lassen? Weiß ich ungefähr, wo sie sind? Sie werden höchstwahrscheinlich in Lys sein. Und die Frage, fliegen die Raben bis Lys? Raben werden nicht bis Lys reisen, nein. Das haben die Maester lange Zeit versucht, Raben über die Menge zu schicken, aber die stürzen ab. Irgendwann. Ja. Dann würde ich also mit meinen beiden Schiffen, die ich habe, die zusammenziehen, dass wir mit dem Verband fahren und Nachricht an das Schiff der Frauen schicken, dass sie von Lys über Tosh, Myr, dem gekaperten Schiff entgegengehen. Das, um das zu finden, wenn sie es haben, sollen sie es verfolgen, damit wir es dann stellen können. Ja. Werden sie wieder von Lys aus nach Norden reisen, um versuchen, noch bei Pentos und Bravos wahrscheinlich Ausschau zu halten, ob sie dort etwas sehen. Und sobald sie das Schiff entdecken, werden sie es verfolgen. Ja, Tyrosch und Myr erstmal so als Grenze, damit sie da nicht sich durchmogeln. Und wenn wir von King's Landing fertig sind, hinterher. Es mag zwar ein hochseetaugliches Schiff sein, aber nicht so gut wie die ich habe. Naja, gut. Dann würde ich sagen, ab nach King's Landing. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, liebe Melina? Ich habe mit euch noch ein kleines Gespräch zu führen, aber das können wir gerne auf der Reise tun. Gut. Nachdem alles bereitet wurde, Steckbriefe verteilt, Informationen weitergegeben, Informationen eingeholt wurden, es dauert ein paar Tage, bis es alles erledigt ist, macht ihr euch auf den Weg weiter nach King's Landing. Ungefähr 3 Tage seid ihr dann noch auf Fahlstein, während alles organisiert wird. Und eure Reise wird jetzt relativ zügig vonstatten gehen, da King's Landing über den Seeweg weitaus schneller als über den Landweg erreichbar ist. Auf der Reise habt ihr natürlich öfter mal die Möglichkeit, euch auch zu unterhalten. Melina. Dann würde ich da einen Moment abpassen, wo vielleicht wenig Crew in der Nähe ist. Keine Ahnung, vielleicht weil sie irgendwo am Essen sind oder sonst irgendwie nicht zuhören. Und dann nochmal dich halt ansprechen. Es gibt eine Sache, die wollte ich euch, bevor wir den Bund der Ehe eingehen, fairerweise auf jeden Fall noch erzählen. Lasst mich raten, ihr seid keine Jungfrau. Ein Matrose im Hintergrund. Haha. Und geht weiter. Nun, diesen Makel werde ich wahrscheinlich nicht verbergen können. Und ich glaube, da wusstet ihr auch vorher schon Bescheid. Nein, es geht um die Art und Weise, wie mein letzter Mann verstorben ist. Ich vermute, ihr seid die Enkelin eurer Großmutter. Das ist auf jeden Fall korrekt. es war, seit ich zu den Raugas gekommen, zu den Freis gekommen bin, hat mir der Schwager meines Mannes, Stefan Frey, nachgestellt gehabt. Er ist ein Widerling. Am Anfang waren es hauptsächlich Sprüche und später dann immer zudringlicher geworden. Und mit der Zeit hat man sich dran gewöhnt. Mein Mann hat nie etwas gesagt. Und eines Tages hat es plötzlich aufgehört. Und am Anfang war ich sehr, sehr froh darüber, bis ich herausgefunden habe, dass er wohl ein Auge auf meine Tochter geworfen hat.
Ich habe meinen Mann auch darauf angesprochen, habe gemeint, wir müssen etwas unternehmen, aber er meinte nur, dass Stefan einfach zu viel Einfluss im Haus hat. Wenn er sich gegen ihn stellt, dann würde das für uns alle nicht gut enden. Und meine Verzweiflung, ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Ich habe von einem Händler ein paar Pilze erworben und sie in das gemeinsame Abendessen gegeben. Nun hat es sich aber an dem Abend zugetragen, dass Ludmilla... nun, sie hat Streit mit ihrem Vater angefangen. Sie wollte einen Schlüssel für ihre Kammer, damit sie zusperren konnte in der Nacht. Ich habe damals noch nicht genau verstanden, warum. Mittlerweile ist mir klar, warum sie einen Schlüssel haben wollte. Und sie haben sich so sehr zerstritten, dass Ludmilla auf ihr Zimmer gerannt ist. Ich bin ihr hinterher und als ich zurückkam, hatte mein Mann alle Pilze alleine gegessen. Und nun, er hat es keine Woche mehr überlebt. Seine Lunge hat sich entzündet, er ist den Verletzungen erlegen. Aber an dem Abend war ich so weit, dass ich gesagt habe, alles ist, dass selbst das Nichts ist besser als das, was wir jetzt haben. Schaut so ein bisschen auf ihre Hände und knetet die so ganz nervös. Ich wollte es euch vorab erzählt haben. Ich trete näher an sie heran, greife sie mit einer Hand an der Hüfte, ziehe sie ganz nah zu mir ran. Mit der anderen Hand hebe ich sachte ihr Kinn, blicke ihr tief in die Augen. Dann drehe ich sie Richtung Meer. Mit einer großen, ausladenden Geste sage ich, nichts ist besser. Deut auf das Meer. Im Moment seid ihr eine frei. Aber alles andere als frei. In meinem Herzen schlägt das stolze und freie Herz eines Essosi, eines Bravosi. Das wird sich nie ändern, egal welche Rolle ich spielen muss und welchen Titel ich habe. Was ich von dem Weib an meiner Seite erwarte, ist, dass du nach draußen schaust, dass du das Meer siehst, den Wind liest und dann das nächste Geschäft bitterst. Nimm dir, was du kriegen kannst und gib nichts zurück. Wir handeln. Es mag ein Unfall mit deinem Ehemann gewesen sein, aber was für ein Vater ist, wenn er zulässt, dass seine eigene Tochter vergewaltigt wird. Das Einzige, jetzt blicke ich dich streng an, was ich dir vorwerfe, dass es irgendein Händler war. Weißt du, wer er war? Lebt er noch? Ich habe ihn nur zufällig auf dem Markt getroffen. Ich glaube nicht mal, dass er sich an mein Gesicht erinnert. Man muss schon sehr, sehr viel von diesen Pilzen essen. Normalerweise nutzt man sie in kleinen Mengen, wie heißt das so schön, zur Steigerung der Manneskraft. Und ich nehme an, er dachte, ich würde sie deswegen erwerben. Aber ich habe gleich alle auf einmal in das Essen getan. Ich wollte einfach, dass es uns drei nicht mehr gibt nach diesem Abend. Auf der Burg, ich war ein so unbedeutendes Licht. Wahrscheinlich hätten sie unser Verschwinden nicht einmal bemerkt. Die Freis waren noch nie sehr helle. Was auch erklärt, dass sie an einem Fluss zwei Türme bauen, weil sie zu blöd sind, ein Schloss zu bauen.
ändern wir das. Drehe sie wieder zu mir. Packe sie mit beiden Händen an der Hüfte. Ich will, dass du dieses mickrige Bild in deinem Kopf löscht. Ein kleines, unbedeutendes Licht. Wir werden uns die Welt erobern. Wenn du willst, schnappen wir uns dein eigenes Haus. Wenn du willst, brennen wir die halbe Welt nieder. Es ist doch scheißegal. Wir nehmen uns, was wir wollen. Und geben nichts wieder her. Das ist ein Klischee. Natürlich geben wir es her mit Gewinn. Aber... Ja. Yeah. Wollt ihr mit mir segeln? Bis ans Ende der Welt. Dann würde ich sie küssen. Oh. Hintergrundsonnenuntergang. Ah ja, wenn man schon das Feeling aufbaut. Wow. Okay. Dieser tragische, aber romantische Moment zieht vorüber. Und die Realität hält wieder Einzug. Spätestens dann, wenn ihr King's Landing erreicht. Die große Stadt, der Fischmarkt. Der Gestank überall von Menschen und ihren Hinterlassenschaften. Romantik weg, danke. Ja, tut mir leid. Alles gut. Das ist so eine dezente Achterbahn. Wir verhören einen, wir bringen ihn in Anwesenheit einer Lady um. Wir machen ein Geständnis, dass sie versehentlich ihren Ehemann umgebracht hat und eigentlich einen Gruppensuizid geplant hatte. Daraufhin gibt es ein romantisches Liebesbekenntnis und als nächstes stinkt's. Oh, das ist schwerer Seegang, ja. Schwerer Seegang. Das ist nicht all das, was wir daran lieben an der Serie. Oder an der Welt. Gut, ja. King's Landing. Wir haben Dinge zu tun. Ja, Dinge. Als ihr in King's Landing anlandet, das normale Schiffsprozedere wird durchgeführt. Da wird sich dran gehalten. Auch in solchen Krisenzeiten wird man seinem Geschäft nachgehen. Es ist ja kein Grund, nichts zu tun, nicht wahr? Moranstall, wir handeln. Gut. Dort angekommen, du warst schon ein bisschen öfter in King's Landing. Du weißt, ja. Du kennst die Straßen, du kennst die dunkleren Gassen, du kennst aber auch die wenigen Straßen, die hochführen zum Roten Bergfried. Und als ihr vom Fischtor hereinkommt in die Stadt, also hier unten von der Blackwater-Bucht aus, führen die Straßen zu eurer Rechten hinauf zum Roten Bergfried und auch zu den etwas gehobeneren Gasthäusern und Unterbringungen für Lords, die beim König vorsprechen möchten. Hier noch ein kleiner Hinweis zu Melina. Ihr habt das sicherlich schon bemerkt bei meinen Besuchen, aber grundsätzlich, wir landen an und sorgen dafür natürlich, dass Ware gelöscht wird, in unser Konto gebracht wird und so weiter und so fort. Aber ein Abend braucht nicht nur die Crew, um sich auszutoben, angestaute Säfte loszuwerden und gutes Bier zu trinken, sondern auch damit wir die etwas erdigeren Wellen und Wogen kennenlernen. Sprich, wir nutzen die Zeit, um uns in Gasthäusern umzuhören, was aktuell gerade politisches und soziales Thema ist. Rebelliert irgendeine Sekte? Gibt es einen bevorstehenden Krieg, eine Hochzeit, die wir verpasst haben, die kam oder kommt? Ist irgendjemand Wichtiges gestorben und so weiter? Macht es euch zur Gewohnheit, nicht als erstes direkt beim Lord und sonst was vorzusprechen, wenn ihr es vermeiden könnt, damit ihr euch umhören könnt in den Gassen und den Kneipen, damit ihr wisst, was gerade das Thema ist. Ihr erinnert euch an unseren Besuch in
beim eurem Hause Rauger. Der fröstige Empfang. Man musste wissen, was passiert ist, bevor man da mit dem Lord spricht. Damit man weiß, was die Fragen und Anschuldigungen sind. Das gibt durchaus Sinn. Dann lasst uns umhören. Gut. Dann möchte ich doch einmal, wenn ihr das genau explizit so macht, erstmal so ein bisschen die Schenken abklopfen, an den Ständen vorbeigehen, lauschen und hören, was so um sich geht. Dann möchte ich doch mal gerne, dass ihr einmal so einen Wurf auf Wahrnehmung, Aufmerksamkeit macht, was ihr denn so wahrnehmt. Also nicht auf Straßenwissen, sondern auf Wahrnehmung. Okay. Erstmal nur auf Wahrnehmung. Straßenwissen kommt gleich. Gut. Eins, zwei, drei, vier und roll. So, den Dreier streiche ich. Ich habe eine 16. 16? Mhm. Ich buschel noch in meinem Charakter rum, weil ich einen Bonus auf Wahrnehmung kriege. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie viel. Aber ich glaube, es war, dass ich mein... Egal, ich würfel einfach normal und sage zwei, zwei später noch, ob ich noch Bonus kriege. Ich habe eine 14. Mhm. Die Stadt, es geht hier gut. Es gibt keinerlei größere Probleme oder Konflikte. König Robert wird höchstwahrscheinlich gerade schon wieder irgendwann in nächster Zeit ein Turnier stattfinden lassen. Mit horrenden Preisgeldern, die er dann verprasst. Allgemein hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass König Robert ein weitaus umsichtigerer und dem Volk eher zugeneigter König ist, als die letzten Targaryen-Könige, die es waren. Dementsprechend ist die Stadt recht gute Stimmung allgemein. Und verstorben, Hochzeit oder etwas Ähnliches in dieser Richtung gab es in letzter Zeit nicht. Gut, wir würden natürlich bei den Schenken die Steckbriefe an den großen Händler weitergeben, an die Kontore und auch sagen, was passiert ist, was man Schändliches gemacht haben. Auch verweisen auf den Siegelring, der nichts wert ist und dem falschen Schreiben, das man da aufgesetzt hätte. Und dafür sorgen, dass sich auch das Kopfgeld rumspricht. Und in meinem Auftreten sollte dann auch genügend Überzeugungskraft dahinter sein, um jedem klarzumachen, das ist keine gute Wahl, denen dann zu helfen. Mhm. Gut, das in dem Rahmen gelingt dir auch ohne große Probleme. Wenn du anfängst, von einem Kopfgeld zu reden, werden Männer und Frauen in den Schenken aufmerksam, hellhörig. Und die Mundpropaganda wird innerhalb der nächsten Stunden wahrscheinlich ihr Weniges dazu beitragen, dass sich das verbreitet und man schnell reagieren wird. Da ich weiß, dass die anderen vom Haus Rauger unterwegs in die Stadt sind, würde ich mich auch wenig vorsichtig umhören, ob sie schon eingekommen sind, ob da jemand das mitbekommen hat. Das wäre jetzt Straßenwissen. Verdammt. Weil das ist ja schon eine eher explizite Nachforschung. Okay. Kann was ich das denn auch... Straßenwissen? Noch kurz. Das ist kein eigenes, oder? Straßenwissen gehört zu Knowledge, zu Wissen. Ja. Wissen? Das ist wie Bildung oder Suche. Jetzt will ich auf Liebeskunst, sonst wäre es echt. Wissen kann ich einigermaßen. 15. Die Mitglieder des Hauses Rauger sind eures Wissens nach noch nicht hier. Und man hat auch noch nichts von irgendwelchen Leuten des Hauses Rauger gehört, die hier sind. Das heißt, ihr seid höchstwahrscheinlich einige Stunden oder vielleicht ein, zwei Tage vor den anderen hier. Gut. Der Weg über Land, wie jemand weiß, der bevorzugt per Schiff reist, ist länger und anstrengender. Liegt alles nur in den Pferden. Wären die nicht, ach, das wäre so viel angenehmer. ich hasse es. Gut. Also dir wird auch auffallen, dass ich hin und wieder große, breite Straßen mit vielen Kutschen und Pferden und sonst was meide. Es dürfte mittlerweile klar sein, dass ich Problem habe mit den Viechern. Außer in Salamiform. Rossbratwurst.
Ja. Im Flohlocher Braunem weiß man auch nicht, was genau für ein Fleisch drin ist, von daher. Rate. Meistens. Manchmal auch eine Taube. Vielleicht auch eine Taube, genau. Katzen. Katzen, Dachhase. Dann möchte ich doch gerne einmal, dass Melina einmal sagt, hoch oder tief. Hoch. Hoch. Okay. Während ihr euch durch die Straßen, Schenken, Gasthäuser und auch vielleicht zu einem oder anderen Bordell vorbei bewegt und dort nach Informationen sucht und die Kunde bringt von den verschiedenen, von von dem Kopfgeld, aber auch von allgemein diesen Verbrechern, wird irgendwann bei einer der breiteren Straßen eine Kutsche anhalten und ein, zwei Goldröcke kommen in eure Richtung. Recht gezielt, das merkst du recht schnell, Moran. Hand an der Waffe oder nicht? Und ganz locker, keine Hand an der Waffe. Ich deute auf die Goldröcke und meine, achtet auf ihren Gang. Er ist entspannt, Diva. Die Hand ist nicht an der Waffe. Wir haben keinen Ärger. Die beiden Männer kommen auf euch zu. Einer der Männer macht noch einen Schritt nach vorne, wenn ihr sie dann beistehen. Ihr müsst Moran Stein sein. Ist das richtig? Das ist richtig. Folgt mir bitte. Und eure Begleitung auch. Lord Varys wünscht euch zu sprechen. Ah. Mein Herr, ich gucke mich um. Wir stinken so sehr wie das Flohloch. Meint ihr, wir können einen kurzen Umweg noch machen über unser Gasthaus, um uns umzuziehen? Er guckt einmal rüber zur Kutsche, wo du aus der von Tüchern verhangenen Öffnung wahres Kopf sehen kannst. Ich denke nicht. Mist. Ach ja, gut. Hab Dank. Man begleitet euch zur Kutsche, in die ihr dann einsteigt. Lord Varys, eine Freude, euch wiederzusehen. Moran Stein, kommt doch, setzt euch bitte. Und ihr müsst Melina frei sein. Er reicht dir eine Hand. Ich nehme sie und mache einen Knicks. Ganz höfisch, weil es einfach so drin ist. Passt überhaupt nicht zum Outfit, aber. Wild gekleidet, aber die Etikette und den Stand wahrend. So habe ich mir das vorgestellt. Ihr setzt euch in die Kutsche. Und diese setzt sich dann auch kurzerhand in Bewegung. Ja, Lotte Bares entschuldigt unser Auftreten. Wir kommen direkt vom Schiff. Oh, ihr braucht euch überhaupt nicht zu entschuldigen für irgendetwas. Ich habe selbst erst vor wenigen Momenten erfahren, dass Moran Stein in eurer Begleitung hier ist. Also, dass sie ihn begleitet, ist mir schon etwas länger bewusst. Und sagen wir, es freut mich sehr, dass Moran vielleicht doch jemanden findet, der sich bereit ist, etwas näher an ihn zu binden, und lächelt dabei Moran an. Er kriegt unverhohlen die gehobene Augenbraue. Solange nicht so Wort vorkommt wie jemand, der sich mal wieder an ihn bindet, oder? Nee, es ist so dieses, ja, da bin der, da ist vielleicht etwas. Nun, Ja. ich habe noch nie irgendwie falsche Hoffnungen gemacht. Ja? Ich war immer sehr ehrlich, ob es eine Nacht, eine Woche oder eben doch nichts gibt. Ich glaube, diese Form der Ehrlichkeit ist schwierig zu finden bei vielen Männern heutzutage. Also, ihr könnt euch glücklich schätzen. Ich schätze mich in der Tat sehr glücklich. Verzeiht, Moran, dass ich mich jetzt gerade weniger um euch kümmere. Unabgesehen davon, dass ich bereits schon unschöne Dinge gehört habe über Kopfgelder und über einen Konflikt im Haus Rauger, der scheinbar mit eurem Haus verwoben zu sein scheint. Und der sich nochmal erweitert, wie wir beim letzten Mal schon feststellten.
Braucht ihr eine genauere Information aus meinem Munde oder seid ihr bereits im Bilde? Sollte ich noch etwas nicht wissen, dann werdet ihr es bestimmt merken und es werdet es mir erzählen. Ich halte euch für einen sehr gescheiten Mann. Natürlich. Alles fürs Reich. Ja. Verzeiht, Melina, ich hätte eine Frage an euch. Ja, Lord Varys. In welchem Verhältnis steht Haus Rauger zu Lord Baelish? Und lächelt dich dabei an. Ihr wisst hoffentlich, wer das ist. Nun, wie ihr sicher aus gut unterrichteten Kreisen wisst, habe ich meine letzten Jahre ausschließlich auf den Zwillingen verbracht. Ich habe weniger als einen Monat bei Haus Rauger verbracht, bevor ich hier mit Moran auf das Schiff gestiegen bin. Also über die Angelegenheiten und Geschäfte von Haus Rauger mit Lord Baelish kann ich euch leider keine Auskunft geben. Habe ich leider bereits befürchtet. Vielleicht auch die Distanz zwischen euch und gegebenenfalls durch das Haus frei. Haben wahrscheinlich da keiner große Möglichkeit gegeben für einen Austausch innerhalb der Familie. Vor allem mit so Dingen wie der Verwaltung oder finanziell. Mein großes Interesse hatte mich in derlei Geschichte einzubinden, selbst wenn ich noch im Haus gewesen wäre. Nun, jetzt scheint ihr deutlich mehr zu wissen als ich. Mögt ihr mich nicht etwas aufklären? Was ich weiß, ich weiß, dass Lord Baelish ein recht ambitionierter Mann ist und er jede Gelegenheit nutzt, in irgendeiner Weise aus einer Situation Profit zu schlagen. Doch das freundschaftliche Verhältnis scheinbar zu einem der Diener des Hauses, soweit ich weiß, ist etwas ungewöhnlich für Lord Baelish. Lord Baelish hatte seine Finger darin, das Haus Velaryon sehr missgünstig auf Haus Rauger geblickt hat. Insbesondere die alte Dame des Hauses war bezüglich Lady Astris sehr skeptisch oder man könnte sagen immer noch trauernd auf ihrer Schmach in der Liebe. Und er mischt sich schon wieder ein. Finanzen. Wie viel schuldet Haus Rauger ihm? Nichts. Das ist etwas, was ich halt erfragen wollte. Wie es dem Haus Rauger geht. Sowohl finanziell als auch im Rahmen der geistigen Gesundheit. Ich bin immer wieder erfreut darüber, mich mit meinem Kollegen Lord Baelish zu unterhalten. Immerhin ist er ebenfalls ein Mitglied des Rates und sagen wir, man sollte nicht zu viel mit ihm reden. Nun, wie es um unser Haus bestellt ist, wir haben in den letzten Monaten starke Schicksalsschläge hinnehmen müssen, aber wie es so schön heißt, der Fluss findet seinen Weg. Wir werden damit umgehen, wir werden weiter bestehen. Davon gehe ich aus und nickt dir freundlich zu und lächelt dabei. Bitte? Nicht lächeln, bitte. Gut, was neben euren Eskapaden mit scheinbaren Diebesvolk bzw. Betrügern führt euch sonst etwas nach King's Landing? Das, was ihr schon geahntet habt. Wir suchen den König darum, mich als Erben des Hauses Falmond anzuerkennen, damit wir den Bund der Ehe schließen können. Habt ihr in diesem Rahmen schon irgendein Schriftstück, was von Seiten eures Vaters eine Legitimation ermöglicht? Natürlich. Wollt ihr es gleich haben, sollen wir es mitbringen?
Wenn ihr es habt, vertraue ich natürlich auf euer Wort. Und ich werde das Anliegen beim kleinen Rat vorbringen. Es ist höchstwahrscheinlich dringlich. In der Tat. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das Liebespack genauer angehen. Und es, ich bin ehrlich, juckt mich in den Fingern, endlich wieder am Horizont nur See zu sehen und das als Grund zu haben, diesen Abtrünnigen zu folgen. Sie sind übrigens von der Mauer geflohen. Falls das einen Grund, einen Unterschied machen sollte. Die Deserteure der Mauer, die schon in Ungnade beim König gefallen sind im Sinne des Reiches und dann auch noch jetzt marodierend und raubend sich durchs Reich schlagen, natürlich wird das die Krone interessieren, aber ob man jetzt groß etwas machen wird bei, wie viele waren es, 3 Männern? Ich bezweifle es leider. Nun, es sind zwar nur 3 Männer, aber ich denke, es zeigt doch ein deutliches Zeichen, dass der Hauptmann der Nachtwache nicht mehr ganz alles unter Kontrolle hat. Ich meine, wenn sich diese Information über das Reich verbreitet, die Menschen glauben an die Strafe an der Mauer und dass die Leute, die sie dorthin schicken, nicht wieder zurückkommen. Könnte sonst sein, dass mehr Lords ihre Urteile direkt vor Ort vollstrecken und die Mauer in Zukunft vielleicht ein wenig unterbesetzt wird. Unterbesetzter, als sie schon ist. Unterbesetzter, als sie schon ist. Ein gutes Argument. Es könnte wahrscheinlich etwas bringen, wenn man es vor allem Meister Pucelle vorbringt. Er ist ein großer Verfechter dieser Art der Bestrafung. Und es würde natürlich sich anbieten, einen erfahrenen Seefahrer mit einer zumindest effektiven kleinen Flotte darauf anzusetzen, ohne dass es große Kosten für das Reich bedeuten würde. Eine eigene Motivation mag natürlich den Preis dafür drücken und würde gleichzeitig zeigen, dass das Reich so etwas nicht toleriert. Alles gute Argumente. Irgendwann merkst du, oder merkt ihr beide, dass ihr eigentlich die ganze Zeit um denselben scheinbaren Häuserblock in einem größeren Rahmen fahrt. So nach dem Motto, ihr fahrt einfach die ganze Zeit nur in diesem gesicherten Raum herum. Ja, das ist gut. Sind wir schon 3-mal vorbeigekommen. Und sie leckt sich immer noch. Wenn es entzündet, ist sinnvoll. Nun gut, gibt es sonst noch etwas, was euch auf dem Herzen ist, Lord Varys? Ich werde mich bei Hofe dafür einsetzen, dass eure Legitimation relativ schnell durchkommt, damit diese Bindung, und er schaut noch einmal rüber zwischen uns, schaut einmal kurz zwischen euch, vielleicht etwas schneller vonstatten gehen kann. Das würden wir sehr zu schätzen wissen. Falls ihr da nun, wie sagt man in der Technik, Schmiermittel brauchen würdet. Auch da können wir helfen, natürlich. Da wird solches oder dergleichen nicht vonnöten sein. Gut. Bei Höhe des Hafens, ungefähr eine Querstraße von einem Gasthaus entfernt, bleibt er stehen. Aber sollte es irgendwelche Entwicklungen im Red Keep geben, werde ich euch umgehend darüber informieren lassen. Habt meinen Dank, Lord Varys. Etwas, was beim letzten Mal zu kurz gekommen ist. Womit kann man euch eine Freude machen? Ich bin Händler. Ich kann an alle möglichen Dinge herankommen. Ihr verfügt über sehr viele, wie sagt man noch gleich, Vögel, die euch vieles zuflüstern. Er lächelt, ja. Gibt es etwas, was ihr bisher noch nicht so bekommen konntet oder nicht über einen vertrauenswürdigen Händler erwerben konntet? Sollte mir etwas in diesem Rahmen einfallen, werde ich es euch wissen lassen.
Es wäre mir eine große Freude, zu versuchen, euch diesen Wunsch dann zu erfüllen. Lady Frey, Lord Falmond, ich empfehle mich. War es nicht seine Kutsche? Ja, und die Kutschentür öffnet sich dementsprechend und bittet euch höflich zu gehen. Ja, gut. Ich steige aus und reiche ihr die Hand, wie man es im Höfischen macht, um ihr zu helfen, glaube ich. Ich würde noch erwähnen, dass er natürlich eine Einladung erhält, sobald die Hochzeits Rahmenpunkte stehen. Wenn die Tür geschlossen ist, schaut noch so aus der Kutsche raus. Ich werde dieser Einladung mit Freuden nachgehen. Und Moran Stein gucke ich so mit so einer halb hochgezogenen Augenbraue an, weil sowas noch nie gemacht hat mit aus der Kutsche raushelfen, aber er anscheinend was gelernt hat in der letzten Zeit. Ja. Das ist neu, das will ich behalten. Hochzeitsempfang. Bei dir geht gerade die Kasse auf. Oh nein, da brauchen wir ein Kleid, da brauchen wir einen Raum, da brauchen wir ein Buffet. Das Problem ist nicht das, das Problem ist die Logistik dazu. Denn alles, was reiche Leute brauchen für so ein Fest, können sie hier kaufen. Aber nicht von mir. Das heißt, es ist ungünstig, das in einem Rahmen zu machen, wo wir auch noch die neuesten Kleider an den örtlichen Händler verkauft haben, sodass der einen Verkauf hat und wir gleichzeitig einen Haufen Hochzeitskleider und was auch immer Hochzeitszeug verkauft haben, wäre dann natürlich also quasi eine gute Gegenfinanzierung. Nun, bevor ihr euch darüber zu viele Gedanken macht, würdet ihr mich zu Septor begleiten und wir sprechen einmal mit dem Septon, ob eine Hochzeit in den nächsten Tagen in der großen Septe möglich wäre. Mit Lichtgeschwindigkeit. Fuck. Da muss ja einen Termin ausmachen, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass man und sagt, wir möchten gerne heute heiraten. Okay. Ich dachte, wir heiraten irgendwie bei eurem Land. Das ist teuer. Wenn man die Septe von Belor bekommen kann, die große Septe. Die werden Gottesdienste haben, da machen die wahrscheinlich auch Trauungen mit. Also da ist man vielleicht nicht das einzige Paar, aber ich glaube, das wird fast günstiger, wenn man nur die Verwandtschaft, die gerade hier in der Gegend ist. Eine stürmische, wild entschlossene Hochzeit, wie von der größten Septe. Ja, das klingt gut. Das kann ich auch erklären, warum ich meine Schwester nicht eingeladen habe und ohne auch gleichzeitig das andere Haus vor den Kopf zu stoßen. Und dann muss ich noch... Oh Gott. Und ich weiß, wie sehr es euch hinaus auf die See zurückzieht. Oh, oh. Ich halte inne und fixiere sie. Gut gespielt. Gut gespielt. Ihr macht euch auf den Weg zur Septe, während ihr über dies und das einer möglichen Hochzeit euch unterhaltet. Und sollte nicht auch andere Sachen von euch jetzt gerade angesprochen werden, würde sich der Mantel des Schweigens uns darüber legen. Und wir sehen und hören beim nächsten Mal, was weiterhin passiert, wenn Haus Falmond und Haus Raugar in Gänze sich vereinen und auch andere Spieler anwesend sind. Eine Sache würde ich gerne noch anstoßen. Ja. Ich würde gerne mehr über Lord Baelish herausfinden, was er plant, mit wem er verkehrt, was da in der Mache ist. Gut. Das ist mir... Ich habe den Namen jetzt zu oft gehört, ohne dass ich ihn kenne. Und zu oft war er ein Problemfall und das gefällt mir nicht. Eine raue See sollte man beobachten. Sturmwolken ebenso. Mach noch mal bitte eine Probe auf Straßenwissen. Wissen Straßenwissen, ja. Wie war das? Wir haben diese tollen 4 Destiny Points, die man einmal pro Session nutzen kann. Ja. Dann würde ich zwar
Zwei, drei, aber alle. Ja gut, zählst du den anderen Termin jetzt als separaten Termin, den wir noch haben, oder ist es einer? Separat. Separat. Yes! Alles klar, gut. Dann nehme ich 2x4 Punkte. Mhm. Und würde sie darauf aussetzen, zum einen, dass das, was wir versuchen, was ich versuche in Erfahrung zu bringen, möglichst unbemerkt bleibt. Mhm. Zum anderen, dass ich herausfinden kann, welche Gegenspieler ihm da auch noch ja, also wo er involviert ist, was er planen könnte und auch welche Gegenspieler es da in dem Fall gibt. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes kann mein Freund sein, ich halte davon nicht viel, aber den Feind meines Feindes auf meinen Feind zu schätzen, damit er beschäftigt ist mit ihm, damit ich meine Ruhe habe, klingt dann doch sehr gut. Mhm. Passt dir das? Ja. Probe auf. Typische Mindmap von Palast fast. Straßenwissen dann oder ist es. Genau, Straßenwissen. Gut, dann habe ich 5 Würfel, also 1, 2, 3, 4, dann kommt noch ein weiterer dazu. Und wir. Ah, stopp, Moment. 1, 2, 3, 4. Rollen. Wir streichen den 2, wir sind bei 18. Gut. Du hörst dich die nächsten Stunden also so ein bisschen um, möchtest ein bisschen was in Erfahrung bringen. Ja. Und das Folgende erfährst du über Peter Baelish. Ein kleiner Mann von schlanker Gestalt, behende und hübsch. Er hat ein Gesicht mit scharfen Zügen, fröhlich grüne, graue Augen, einen schmalen Kinnbart, silberne Strähnen mit einem dunklen Haar. Er macht sich gern und häufig über andere Leute lustig, wird man dir in einigen Schenken sagen, kann aber auch Häme einstecken. Er ist zudem ein sehr selbstbewusster Mann, manchmal auch unverschämt und zuweilen auch sarkastisch. Er spielt und wettet gern und schreckt auch vor unfairen Mitteln dabei nicht zurück. Man behauptet sogar, dass es in seiner Natur läge, relativ ständig zu lügen. Und das heißt sogar, dass er damit sogar schon bei Hofe geprahlt hat. Okay. Er ist ein Mann, der ein größeres Freudenhaus in King's Landing besitzt und ist aktuell Mitglied des Kleinen Rates als Meister der Münze. Das heißt, er verwaltet die Staatskasse. Also oft zu erkennen an seiner doch wohlgewählten Kleidung, die immer farblich aktuell und auch im neuesten Schnitt ist, und versehen mit einem kleinen Vogel, beziehungsweise einer Brosche eines Vogels, die unterhalb des Halses an der Brust befestigt ist. Man nennt ihn auch nicht offen Kleinfinger. Okay. Das erfährst du soweit. Und irgendwelche Dispute oder sowas mitbekommen? Nichts. Dass er im Moment gerade mit irgendjemand am Schachern ist um etwas oder ein mehr oder weniger offen oder indirekt ausgetragenen Problemfall hat, um was auch immer es gehen mag? Nein, da erfährst du nichts. Die Menschen werden dann relativ schnell sehr ruhig und äußern oder wollen sich dazu dann nicht äußern. Ich glaube, vielleicht ist allgemein bekannt, ist diese Hassliebe zwischen Varys und Baelish so ein bisschen. Ja, das ist ja gerade schon in der Unterhaltung ein bisschen rausgekommen, ne? Na gut, es ist relativ klar, dass ich Lord Varys gewählt habe als denjenigen, auf den ich hier setze. Weil er wirkt nicht so, als ob er nach allem und jedem giert und geifert das und es selbst haben möchte. Und das ist ein guter Schachzug. Jemand, der so gierig ist, dass er alles verschlingen würde, wird bei der besten Gelegenheit auch dich verschlingen wollen. Deswegen halte ich mich von solchen Leuten gerne fern, weil sie einem gerne in den Rücken fallen wollen.
Ja. Aber das ist etwas, was du in den nächsten Stunden noch in Erfahrung bringst, während ihr nebenbei die große Septe besichtigt. Ja, hooray. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das dann irgendwie gescheit vermarkte. Ich meine, die Hochzeit plane. Hochzeit plane, nicht vermarkte. Hochzeit plane, nicht. Ja. Wichtiger Unterschied. Ja, es geht beides. Ein kleiner, aber feiner Unterschied auf jeden Fall. Ach, Gut. was denn? Melina, hast du noch irgendetwas? Dann würde sich hier der Mantel des Schweigens nun über die Szenerie setzen und wir hören beim nächsten Mal Haus Fahlmond und Haus Rauga vereint. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.